Liebe Freunde, wir rennen gerade dem Ende entgegen, denn in diesen Hallen wartet der Pokémon-Champion dieser Region auf uns. Und er lautet Lauro oder Alda auf Englisch, gegen den wir ja beim ersten Mal nicht kämpfen durften. Das hier ist das Rematch. Und wir werden sehen, was er jetzt für uns bereithält. Sefi. Du hast ein Riesenabenteuer hinter dir und ich habe krassen Respekt für dich und deine Freunde und auch für die ganze LGBTQ-Bewegung, die du angeführt hast. Was, das waren nur deine Freunde? Okay, auch okay. Jetzt geht's in den Kampf. Ja, 3 gegen 6, Leute. Wir haben im letzten Part 3 Pokémon verloren. Und das ist Buffalant. Und Buffalant macht keine Späße. Der Boy knallt alles weg. Komplett. Ich gehe für den Bolt Strike. Oder gehe ich für den Zen Headbutt? Gehe ich für den Maybe Flinch oder gehe ich für den Maybe Kill? Ich gehe für den Maybe Kill. Oh mein Gott, wir treffen den letzten Bolt Strike, den wir haben. Das ist, by the way, ein seiner krassesten Pokémon. Head Charge. Uff. Er macht uns genau... Braviary. Oh mein Gott, zum Glück bin ich nicht zu Mokuba reingegangen. Zum Glück bin ich nicht zu Mokuba reingegangen. Please get the boosts. Please get the boosts. Please, Pampas, get the boosts. Nope, no boost. Flying Gem. Achtlos, Flying Gem. Achtlos, Flying Gem, Brave Bird. Geh. Fucking G. Okay, ohne Flying Gem wird das nicht mehr so viel machen. Ich heile mich komplett voll. Ich heile meinen Pampas komplett voll. Was wichtig ist zu wissen, wir outspeeden ihn. Oh, Extreme Speed. Okay. Das ist tatsächlich ganz okay. Das ist Best Case für uns. Please, Pampas, wir brauchen deine Ancient Power Boosts. Und zwar jetzt. Ich habe, by the way, Flammenwurf, Dingens gegen Flammenwurf getauscht, weil wir einfach sehr von vielem resistiert werden und wir kriegen keinen Boost. Wir kriegen leider einfach keinen Boost. Pampas lässt uns, naja, zumindest was das anbelangt, im Stich. Aber Volcarona? Oh, Bruder, bist du sicher, dass du mit Volcarona... Ich habe Flamethrower! Oh mein Gott! Und wir dürfen outspeed. Das ist vierfach. Please get the boosts. Oh mein Gott, Pampas, please. Kannst du sweepen? Kannst du das von Platin nochmal machen? Oh, wir kriegen die Boosts. Oh mein Gott, Pampas. Thunderbolt. Oh oh. Yikes. Aber das ist nicht Stab. Wir haben Gras. Oh mein Gott, das hat so viel Damage gemacht. Das hat so viel Damage gemacht. Aber wir outspeeden. Leute, hätten wir den Boost nicht bekommen, wäre Pampas jetzt tot, ne? Nur so nebenbei. Pampas wäre jetzt gestorben. Ancient Power kann ich verfehlen. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Boost. Oh mein Gott, Pampas, du bist so ein Gott. Du bist so ein Gott. Alter, Pampas wäre jetzt einfach gestorben, ne? Und wir hätten einen Mokuba gegen Volcarona gehabt in der Sonne. Flygon. Uiuiuiui. Okay, wir sind auf plus 1. Ich heile voll. Wir haben 2 Highlight-Items verbraten. Das heißt, 1 haben wir noch. Please verfehl, was auch immer du rausballerst, Alter. Draco. Uff. Okay, plus 1 Spätzdev boostet. Macht nichts. Macht nichts, Alter. Nix. Nix machst du. So, ich gehe für einen Flamethrower in der Sonne. Plus 1. Das ist Stab in der Sonne quasi, ne? Wird resistiert? Ist okay. Fire Punch.
Ich werde mich mit Softboiled hochheilen gleich. Zum Glück haben wir davon 10. Oh my goodness, Leute. Pampas wäre tot. Pampas wäre einfach tot. Ohne den Boost wäre Pampas jetzt gestorben. Und wir kriegen natürlich den Burn. Wir kriegen natürlich den fucking Burn, Digga. 10% Chance und er kriegt den Burn. Ja, moin. Gut, dann gehen wir nochmal für Ancient Power. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Boost. Und dann sind wir maybe nicht mehr aufzuhalten mit Pampas. Nope, aber ein Crit. Okay. Ja, critten kann er ja auch, ne? Outspeeden tut er jetzt wahrscheinlich sowieso alles. Ich bin mir nicht sicher, soll ich an der Stelle top genesen? Ich glaube, ich top genese. Das ist mein letztes Item. Und wir vergeben es für Pampas. Pampas in einem Pokémon-Liga-Finale mit dem Ancient. Mit dem Ancient-Dingens-Boost. Oh Gott, er hat auch Full Rest. Okay, dann, das heißt, wir können noch ein heile Item mehr verwenden. Mit dem Ancient Power Boost, genau, das wollte ich sagen. Wollen wir ihn yawnen? Alter, ich hab fast keine Flamethrower mehr, ne? By the way. Wir müssen das Ding jetzt critten, Mann. Das könnte ätzend werden. Ich meine, in der Theorie haben wir es ganz gut. Weil er einen Draco eingesetzt hat und er kann praktisch nichts mehr machen at this point. So, ich gehe jetzt aber nochmal für Softboiled. Einfach weil ich so viel KP haben möchte, wie es geht. Alter, Pampas, Mann. Er ist halt einfach, das Ding ist halt einfach ein fucking gutes Pokémon. Es ist halt einfach ein krass gutes Pokémon. So, don't burn me. Danke. Das macht, glaube ich, nur so viel Damage wegen der Sonne, ne? Ist die Sonne überhaupt noch da? Ja, die Sonne ist noch da. Okay, wir haben noch 3 Flamethrower. Dann ist vorbei. Aber wir haben noch Aether. Wir dürfen noch ein Highlighter mal einsetzen. Und wenn wir wollen, ist es ein Aether. Level 98. Pampas, Digga. Sheesh, boy. Jetzt ist die Frage, was setzt er ein? Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Omniboost, Espeon. Habe ich keine Probleme, Digga. Ich gehe nicht für Yawn, weil das Teil könnte Magiespiegel haben und das würde mich komplett zerpflücken. Ich gehe einfach nur für den Damage. Alter. Psyshock, okay. Ja, outspeeden ist. Ich sehe nicht, wie Lauro das Ding hier noch gewinnen will. Pampas geht durch den Arena-Leiter durch. Durch den Pokémon-Champ geht er durch. Und einfach wieder wegen dem Boost. Das Volcarona hätte uns halt weggebumst, ne? Ich meine, Mokuba kann natürlich auch noch sweepen. Aber holy shit. Oh mein Gott. Okay, spätestens hier wäre Mokuba gestoppt worden. Außer wir wären auf plus 6 gewesen und hätten alles getroffen. Aber das hätte richtig ins Auge gehen können mit Vanilux. Und wir gewinnen gegen Lauro. Mit fucking Pampas, Alter. Wie? Das ist scripted, Alter. Das kann doch nicht sein. Diese Nuzlocke gewinnen wir mit Mokuba und dann mit Pampas. Als ob wir noch ein Togepi bekommen in einer random Wiese im weißen Wald, Alter. Und wir jetzt einen Sweep hinlegen mit Pampas. Und dann einen Ancient Power Boost kriegen, genau wenn wir ihn brauchen, weil wir sonst verreckt werden. Das ist so krank einfach nur. Dieses Spiel ist so krank. Ich meine, es war nicht ganz, ne, die jetzige Liga war nicht ganz so krass wie die letzte, wie der letzte Try, so. Aber ich meine, ey, dennoch, wir haben mit 2 Pokémon überlebt. Und das sind Mokuba und Pampas, Digga, das gibt's nicht. Auch heute wieder. Das erste, was passiert ist, war ein Head Smash-Crit von seinem dreckigen Bullen, Alter. Und hat unser Akasha weggeflext. Halt einfach so. Und wer überlebt wieder? Pampas und Mokuba. Als ob. Das ist halt, das könnte man halt sich nicht besser überlegen, ne? Das ist halt, das kann man sich nicht, keine Ahnung, als wäre es irgendwie eine Netflix-Serie oder so. So ein perfekt geschriebenes Ende. Hall of Fame, die habt ihr euch redlich verdient, meine Freunde. Redlich verdient habt ihr euch die. Mit Mokuba und Pampas durch die zweite Liga gekommen, Alter. Das gibt es nicht.
Oh, das ist so gut. Wir haben 68 Spielstunden in diesem Spiel. Holy shit. Oh, Leute. Oh my goodness. Okay. So, aber jetzt frage ich mich, was die Überraschung ist. Ich habe keine Ahnung, was die Überraschung sein könnte. Leute, schreibt mir in die Kommentare. Denn es soll noch einen ultra krassen Kampf geben nach der Pokémon-Liga. Und die Pokémon-Liga haben wir gerade zum zweiten Mal geschafft. Oh, ich bin so happy. Leute, dieses Spiel, es ist gerade 2:30, es tut mir leid, wie gesagt. Das war nicht meine beste Leistung heute. Ich bin mir bewusst, wir haben Pokémon sterben lassen, unnötig und so. 100% bin ich mir bewusst, ich habe Fehler gemacht, aber ich habe trotzdem... Hey, ich habe dieses fucking Spiel durchgespielt, okay? Und zwar komplett. Kom-fucking-plett. Bis zum Schluss. Bis zum letzten Liga-Champ. Und es war so eine kranke Reise. Es war so ein heftiges Game. Es war so ein heftiger Hack, meine Freunde. Holy shit. Und mit wem kommen wir in die Pokémon-Liga und kommen bis zum Schluss? Mit Pampas und Mokuba. Mokuba sweept dem Kampftrainer und Pampas erledigt den finalen Liga-Champ, Alter. Oh mein Gott, ich bin so happy. Ah, diese Nuzlocke ist perfekt. Ich glaube tatsächlich, Platin war unglaublich krass. Aber diese Nuzlocke ist meiner Meinung nach der neue Peak auf meinem Kanal. Ich glaube, ich habe nie eine krassere Nuzlocke gehabt als die hier. Auch wenn natürlich die letzten Folgen so ein bisschen abgeflacht sind, ne? Ist ganz klar, Postgame gibt's eben nicht viel mehr als ein paar Kämpfe. Die einen waren super spannend, die anderen gingen ganz gut. Aber wenn man diese Nuzlocke als Gesamtprojekt ansieht, holy shit, dann haben wir richtig, richtig rasiert, aber auch richtig, richtig gestruggelt. Es sah teilweise so unglaublich schlecht aus, dass ich wirklich starke Zweifel hatte, ob wir durch diese Nuzlocke durchkommen. Aber wir haben es geschafft. Leute, lasst alle nochmal einen fetten Daumen da für dieses heftige Projekt, für mich und meine Arbeit, für die knappen 70 Spielstunden, die ich hier reingesteckt habe und naja, für diese Nuzlocke an sich als Projekt. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wo sich der letzte Trainer aufhält oder die Überraschung. Und dann, falls es überhaupt noch einen gibt oder falls ich mich nicht verlesen oder verhört habe, gucken wir uns auf jeden Fall diesen noch an. Im nächsten und letzten Part. Dieses Projekts. Freunde, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye, euer Sefi.